Ich freue mich außerordentlich, dass wir für die erste Keynote Herrn Professor Manfred Thaller gewinnen konnten. Es ist nicht einfach, ihn vorzustellen und seinen vielfältigen und bunten beruflichen Werdegang abzubilden. Er ist einer der großen Vertreter der Digital Humanities und ich möchte auch noch einige Highlights herausgreifen, die wir uns mühsam aus dem Internet auch zusammengepickt haben. Und achten Sie bitte auf die Jahreszahlen, die fand ich besonders faszinierend. Herr Thaller ist Professor in der Historisch-Kulturwissenschaft Informationsverarbeitung an der Universität Köln, kurz auch HKI genannt, und ich denke unter diesem Kürzel, das ist uns auch allen sehr vertraut. Er ist in zahlreichen wichtigen nationalen und auch internationalen Gremien vertreten, auch zum Beispiel bei der DFG, in Gremien Informationsmanagement, Information System for the Middle Ages and Early Modern Period oder Cultural Heritage. Er war schon in den frühen 90er Jahren Präsident der International Association for History and Computing. Frühe 90er Jahre, History and Computing. Bereits seit den frühen 80er Jahren lehrte er unter anderem, und das ist jetzt wirklich nur eine Auswahl, in Göttingen, Graz, Hamburg, München, Budapest, London und natürlich Köln. Also ein sehr buntes, reichhaltiges Leben und hat, denke ich, überall Eindrücke hinterlassen. Er ist zudem Verfasser zahlreicher Bücher, unter anderem 2013 das digitale Archiv Nordrhein-Westfalen in der Praxis, also hier auch schon deutlich den Bezug zu Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement, eine Softwarelösung zur digitalen Langzeitarchivierung oder 2012 historische Sozialforschung, Sonderheft Digital Humanities. Ich freue mich außerordentlich und bin gespannt auf einen sicherlich inspirierenden Vortrag, der uns danach einlädt zu wahrscheinlich kontroversen Diskussionen. Herr Thaller. Okay. Jo. Herzlichen Dank, Frau Neurath, meine sehr geehrte Frau Staatssekretärin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist guter Brauch, seit langen Zeiten Referate durch den Hinweis auf die eigene Unzulänglichkeit einzuleiten. Abgesehen von der Unzulänglichkeit, den richtigen Bildschirm zu projizieren, ist das sehr einfach für mich, weil ich einfach darauf verweisen kann, dass eine Bestandsaufnahme des State of the Art durch den Rest dieser Veranstaltung eigentlich sehr viel kompetenter gegeben werden kann als durch mich. Ich würde daher die Bestandsanalyse gerne eher verstanden wissen als eine Reflexion darüber, wie wir zu dem Zustand gekommen sind, den wir derzeit haben und wie er sich weiterentwickeln wird und was dafür notwendig ist, dass diese Weiterentwicklung konstruktiv verläuft. Ein Eingeständnis der eigenen Unzulänglichkeit muss ich auch in anderer Hinsicht einräumen. Ungefähr 30 von Ihnen haben mir am letzten Freitag dabei zugehört, als ich die Closing Keynote einer anderen Konferenz gegeben hatte. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass sich meine wissenschaftlichen Grundüberzeugungen seit letzten Freitag nicht wirklich verändert haben. Ich kann daher nicht ausschließen, dass Sie einen Teil der Folien wiedererkennen werden. Aber ganz so schlimm, wie Sie es jetzt möglicherweise befürchten, ist es doch nicht. Nun, das State of the Art, eine Möglichkeit, ihn zu kennzeichnen, und wir werden darauf in einem Beispiel auch ein bisschen später noch eingehen, könnte beispielsweise in der letzten aktuellen Ausgabe dessen, was derzeit wohl die breitest aufgestellte Zeitschrift für die Digital Humanities als Ganzes ist, geben. Wir reden von der Visualisierung von multimedialen Zusammenhängen. Wir reden von der Manuskriptdigitalisierung. Wir reden von Curation, also einem der Aspekte der mehrfach zitierten Langzeitarchivierung. Wir reden von der künstlichen Intelligenz im Zusammenhang mit historischen Simulationen. Und wir reden davon, dass es Leute gibt, die nicht ganz so sicher sind, ob nun eigentlich die klassischen Geisteswissenschaften mit diesen neuen Dingen zusammengehen sollen oder ob sie sich möglicherweise zu ihrem eigenen Schrecken verändern sollten.
Das ist nicht ganz so neu, denn wenn wir uns die erste Ausgabe der ersten Zeitschrift ansehen, die sich mit der Frage, was man mit den Rechnern in den Geisteswissenschaften anfangen kann, nicht Multimedia, sehr wohl aber visuelle Archive. Wenn Sie die vierte Zeile von unten ansehen, keine historischen Simulationen, wohl aber die Frage, wie man historische Prozesse versteht. Wenn Sie den fünften Eintrag von unten ansehen, die Frage, was denn nun mit den traditionellen Paradigmen der Geisteswissenschaften geschieht, wenn Sie auf die Computer treffen, und man könnte erstaunliche Parallelen konstruieren. Also mit anderen Worten, eigentlich laufen einige der Grundfragestellungen schon ziemlich lange. Worauf ich Sie dabei besonders hinweisen würde, das ist etwas, was mir persönlich besonders am Herzen liegt. Ich will jetzt nicht versuchen, diese Folie, für die ich in der Einführungsvorlesung üblicherweise etwa 15 Minuten brauche, detailliert zu erläutern. Ich würde aber gerne darauf hinweisen, dass das, was ich in der nächsten halben Stunde erzählen werde, von dieser Sicht ausgeht. Das heißt, meiner Ansicht nach besteht das, worüber wir hier sprechen, was ich vorläufig weiterhin Digital Humanities nenne. Ich werde es nicht wirklich umbenennen, aber ich werde doch betonen, dass die Diskussionen darüber, was genau das ist, vielleicht nicht ganz so weit tragen, wie wir glauben, dass das, worüber wir hier meines Erachtens reden, diesen ganzen Bereich abdeckt und abdecken muss. Wohingegen es ein verbreitetes Missverständnis ist, zu glauben, dass die Digital Humanities nur auf einen Teil davon anwendbar seien. Also soweit ich betroffen bin, wir reden von der Informationstechnologie, vielleicht sogar von der Informatik und den Geisteswissenschaften in ihrer ganzen Breite. Wenn es auch einzelne Fälle geben kann, wo eine derartige Ausgliederung eines interdisziplinären Bereichs bereits so fest etabliert ist, dass er eigentlich eine eigene akademische Disziplin bildet und sich die Frage stellt, wie weit er wirklich zu den Digital Humanities gehört. Und irgendwo unter den Exoten finden Sie dann auch mich. Das ist also jener Bereich, über den wir insgesamt meines Erachtens nach reden. Die Geisteswissenschaften in ihrer ganzen Breite und die Informatik, die aus Sicht der Informatiker keineswegs so monolithisch ist, wie sie von vielen Geisteswissenschaftlern gesehen wird, ebenfalls in ihrer ganzen Breite. Eine weitere einleitende Bemerkung, bevor ich dann versuche, in dieser Vielfalt so etwas wie klar erkennbare Trends zu sehen. Eine der letzten Wellen der Auseinandersetzung mit dem Fachgebiet, über das wir reden, ist aus dem Konzept der E-Science entstanden. Darunter versteht man herkömmlicherweise naturwissenschaftliche Forschung, die so betrieben wird, dass wir die Daten, die wir analysieren, seien es meteorologische Daten über Satellitenaufnahmen oder Wetterstationen, seien es Daten aus der Röntgenastronomie über entsprechende Sensoren, mit Hilfe von IT-Systemen an uns heranziehen, sie mit Hilfe dieser IT-Systeme analysieren und nachdem wir uns so an diese Systeme gewohnt haben, die Publikation der Aufsätze, in denen wir das Ganze beschreiben, dann innerhalb des gleichen Mediums publizieren. Und das so, dass alle drei Aspekte durch die Informationstechnologie gleichermaßen gut gestützt sind. Nun, Interdisziplinarität kann unglaublich einfach sein. Auf diese Weise könnten wir E-Humanities definieren. Die erste der Hintergrundthesen, die ich anzubringen versucht habe, ist, dass wir über etwas sehr Breites reden. Die zweite der Hintergrundthesen, die ich anbringen möchte,
ist, dass wir meines Erachtens in den letzten Jahren ein Detail vielleicht etwas zu wenig gesehen haben. Unter Umständen haben wir in den letzten 5 Jahren zu viel davon geredet, wie wir an Informationen herankommen und wie wir publizieren und vielleicht nicht ganz so viel darüber, wie wir diese Technologien eigentlich dazu einsetzen können, um Erkenntnisse zu gewinnen. Deshalb, als eine persönliche Definition, meines Erachtens nach sind die Digital Humanities sowas wie eine intellektuelle Agenda, die versucht, inhaltliche Ergebnisse zu erzielen, die wir anderswo entweder nicht kriegen können, zum Beispiel weil Datenmaterial so vielfältig ist, dass es anders als mit formalen Mitteln nicht analysierbar ist, oder bei denen dies nur möglich wäre, wenn wir die Ergebnisse zwar erzielen können, aber nicht wirklich nachprüfen können. Wenn Sie das als Hintergrund ansehen, dann würde ich mir gerne ein paar Bereiche der Entwicklung der IT-Anwendungen in den Geisteswissenschaften gerne näher vom Verlauf her ansehen. Aus Gründen, die uns jetzt nicht interessieren, gab es knapp nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr, sehr großes steigendes Interesse daran, sich von der Konzentration auf Biografien, also von der Konzentration auf die Untersuchung einzelner Lebensläufe, auf die Untersuchung des Zusammenhanges ganzer Personengruppen zu konzentrieren. Es wurde zuerst ohne den Rechner versucht, wo es schlicht und ergreifend an arbeitspraktischen Gründen scheiterte. Das wurde daraufhin zunächst mit steigender Begeisterung mit dem Rechner versucht, flachte dann aber ab, als man feststellte, dass normalerweise die Datenerfassung so aufwendig war, dass nach 3 Jahren zwar die Daten zur Analyse bereitstanden, aber bedauerlicherweise keine Mittel mehr vorhanden waren, sie zu analysieren. Oder dass man zwar als Promovent eifrigst Daten gesammelt hatte, aber dann so unter Druck stand, das Ganze fertig zu schreiben, dass die Publikation letzten Endes weit hinter dem zurückblieb, was man sich erhofft hatte. Weshalb das so um 2000 eine ziemliche Tiefe erreicht hat. Und erst mit Projekten wie Republic of Letters oder anderen Netzwerkanalyseprojekten wir langsam wieder in die Höhe kommen. Interessanterweise haben die Formen der formalen Textanalyse, also des Versuchs, beispielsweise die Verfasser von Schriften zu identifizieren oder stilistische Merkmale zu untersuchen oder inhaltliche Trends herauszulesen, einen nicht ganz unähnlichen Verlauf. Es gab zuerst eine große Begeisterung. Im Jahr 1964 machte eine erste Studie zur Klärung strittiger Autorschaften das Titelbild von Time Magazine. So sichtbar waren die Digital Humanities Jahrzehnte nicht mehr. Allerdings passierten dann bedauerlicherweise einige Missverständnisse, wo diese Verfahren schlicht sehr, sehr schlecht angewendet wurden. Und relativ unbemerkt kamen einige dieser Verfahren dann zwar auf ein etwas höheres Niveau, aber wir hatten jetzt wieder das gleiche Problem. Man konnte zwar stilistische Merkmale von 2 Autoren vergleichen, aber die Daten zu sammeln war derartig aufwendig, dass man eigentlich nicht wirklich dazu kam, sie auszuwerten. Das änderte sich erst, als es dann plötzlich mit der Massen-OCR sehr viel einfacher wurde, Daten zu sammeln und als die Rechner schnell genug waren, um das, was vorher Tage dauerte, auch wirklich in einer Viertelstunde zu erledigen. Ähnlich in der Manuskriptdigitalisierung. Große Begeisterung über das Lesbarmachen unlesbarer Handschriftenteile bei Kevin Kiernan. Steigendes Interesse an der Bereitstellung großer Manuskriptmengen. Aber mindestens in einem Fall ein starker Abbruch. Und erst jetzt haben wir langsam die Situation, wo die Technologie so bereitstellt, dass das zu einem massentauglichen Werkzeug zu werden scheint.
ähnlich bei der OCR. Große Begeisterung in den 80ern. Dann stellte sich allerdings heraus, dass solange Sie 1000 Seiten mit OCR behandeln, das Ganze eigentlich nur dann sinnvoll anwendbar ist, wenn Sie die gleiche Präzision erreichen, die Sie erreichen, wenn Sie das Material von Hand durchgehen. Und das setzt die berühmten 99,98% Korrektheit voraus, die nach damaliger Ansicht nur verwendbar sind, wenn Sie die Dinge vom Menschen eingeben lassen. Deshalb auch hier ein steiler Abfall. Das ändert sich erst dann, als die Rechnergeschwindigkeit groß genug wird, dass Sie plötzlich nicht 5000 Seiten, sondern 50.000 Bücher digitalisieren können. Bei 1000 Seiten haben Sie eine Chance, das von Hand zu tun. Deshalb muss die Qualität genauso gut sein, wie Sie es von Hand erreichen könnten. 50.000 Bücher Zeile für Zeile durchzugehen, ist ganz offensichtlich unmöglich. Das heißt, die Voraussetzungen ändern sich. Allerdings müssen Sie dann auch intellektuell akzeptieren, dass Sie was anderes tun, als wenn Sie ein Buch Zeile für Zeile durchgehen. Ich würde es gern verallgemeinen und sagen, dass wenn wir ein neues Arbeitsgebiet in die Digital Humanities, in dem breiten Sinn, in dem ich Sie verstanden wissen wollte, einführen, dann läuft es normalerweise so. Wir haben zunächst eine bahnbrechende Arbeit, die extrem gut sichtbar wird. Dann gibt es allerdings entweder ein paar Leute, die ohne recht zu wissen, was sie tun, das nachwerten, nachahmen und Nonsens produzieren. Oder so viele Ressourcen brauchen, dass das mit der Technologie der Zeit nicht leistbar ist. Oder andere Probleme haben. Allerdings gibt es dann meistens eine kleine, relativ unsichtbare Community, die mit diesem Verfahren weiterarbeitet, 10 oder 15 Jahre, bis sich die aktuelle restringierende Technologie, der aktuelle Flaschenhals so weit erweitert, dass sie das plötzlich sehr weithin einsetzen können. Der Prozess dauert nach den Teilen, die ich in der Literatur oder teilnehmend beobachtet habe, rund 30 Jahre. Also was wir heute als Digital Humanities Methoden einsetzen, sind ganz überwiegend Dinge, die aus den 80er Jahren stammen. Es gibt ein paar Unterschiede, aber nicht allzu viele. Das heißt übrigens im Umkehrschluss, dazu sage ich dann noch was, was eigentlich wirklich spannend wäre, wäre, was wir im Moment übersehen, das wird nämlich die Anwendung der IT in den Geisteswissenschaften in den 2040ern prägen. Lassen Sie mich das aber noch ein bisschen anders verallgemeinen. Wenn wir die zarte Pflanze der Digital Humanities betrachten und uns zunächst mal beim Ackerbau umsehen, dann könnten Sie aus Ihren Biologieleistungskursen das wiedererkennen. Wenn Sie einen Acker haben, der glänzend mit Stickstoff versorgt ist und in dem jede Menge Magnesium herumliegt, bei dem es aber zu wenig Eisen gibt, dann wächst das Ding trotzdem nicht so richtig. Das entscheidende Element ist nicht das, was gerade leicht verfügbar ist, sondern das entscheidende Element ist das, woran Mangel herrscht. Wenn wir versuchen, das auf die zarte Pflanze der Digital Humanities anzuwenden, dann enthalten wir, Sie verstehen, dass das alles nur sehr grobe Aussagen sind, ungefähr folgende Vorstellung. 1980 hatten wir gerade den enormen Sprung von den Lochkarten zu Bildschirmterminals hinter uns. Eigentlich ging es plötzlich relativ gut, Daten zu erfassen. Wir hatten auch so im Bereich mancher Methodenlehren ganz gute Vorstellungen, was wir damit machen sollten. Aber wenn Sie, um eine Clusteranalyse zu rechnen, die 1000 Objekte miteinander vergleicht, auf einem der damals schnellsten Rechner
ungefähr 12 Stunden Laufzeit brauchen, dann ist es trotzdem nicht so richtig einsetzbar. In den 90ern sieht es dann ganz anders aus. Eigentlich gab es da so große Rechnerleistungen, dass das plötzlich alles sehr einfach war. Nachdem wir aber jetzt nicht mehr daran interessiert waren, ein paar numerische Daten zu vergleichen, sondern nach Möglichkeit Bücher oder Bibliotheken, mussten viele von uns zu ihrem Leidwesen feststellen, dass es ausgesprochen mühsam war, die Daten so in den Rechner zu bringen, dass man sie wirklich analysieren konnte. Das heißt, das restringierende Element hatte sich geändert. Soweit werden Sie mir wahrscheinlich folgen. Ich habe die ketzerische Ansicht, dass wir derzeit in dieser Situation sind. Wir freuen uns alle so darüber, dass wir jetzt ungeheure Mengen an Rechnergeschwindigkeit und ungeheure Vereinfachungen bei der Erfassung von Massendaten haben, dass die Vorstellung, dass das Ganze ein Vorgang sei, der versuchen solle, geisteswissenschaftliche Überlegungen in eine Form zu bringen, wo man die Rechnerei eigentlich einsetzen kann, etwas zurückgeblieben ist. Das ist vor allem deswegen bedauerlich, weil wir derzeit ja gerade dabei sind, große Engpässe zu überwinden. Nun, diese Engpässe würde ich gerne ein bisschen demystifizieren. Ja, sehr viel mehr als die meisten geisteswissenschaftlichen Projekte anwenden. Was dabei allerdings gerne ein bisschen übersehen wird, ist, diese Daten sind unglaublich einfach. Und die erste Aufgabe der IT besteht daraus, aus diesen 588 Gigabyte das halbe Megabyte zu machen, das die entscheidenden Wendepunkte in den Kurven repräsentiert, die man braucht, um das Ding wirklich zu überwachen. Deshalb, dies ist keine anerkannte Formel, aber meines Erachtens eine ganz gute Vorstellung davon, wie man verstehen sollte, was Big Data eigentlich konstituiert. Sehen wir uns die beiden Dinge an. Es ist eine Studie, die mich deswegen fasziniert, weil der Versuch auf diese Weise aus 3D-Aufnahmen von Keilschrifttafeln nicht die aus gutem Grund nicht übersetzbaren, linguistisch übersetzbaren Transkriptionen Transliterationen in die lateinische Schrift zu bringen, die es aber ermöglichen, die Dinge automatisch umzuzeichnen, wonach der Philologe dann einfach einsetzen kann. Das interessiert mich deswegen so sehr, weil wir eigentlich seit 1984 bis vor 5 Jahren in der OCR weitgehend stecken geblieben sind, soweit die Geisteswissenschaften betroffen sind. Das war einfach deswegen, weil die OCR nach wie vor auf der Idee von Herrn Kurzweil beruht. Wir zerlegen die Dinge in Worte, zerlegen die Dinge in Buchstaben und setzen daraus wieder Symbole zusammen. Sehr schön. Funktioniert mittlerweile mit Drucken der letzten 60 Jahre hervorragend. Ist aber einfach nicht geeignet, wenn Sie es mit Schriftsystemen zu tun haben, die dieser Zerlegung in Einzelzeichen aus dem einen oder anderen Grund nicht entgegenkommen. Und da haben wir ganz nette Ansätze. Kollege Schumacher in Groningen hat es seit etwa 8 Jahren geschafft, in einem Bestand von 20.000 Manuskriptseiten, sind nicht ganz so viel, aber immerhin, Worte wiederzufinden, obwohl er sie nicht transkribieren kann. Und zwar in der gleichen Geschwindigkeit, in der Sie das von Volltextsystemen kennen. Es gibt ein EU-Projekt, das es geschafft hat durch eine Weiterführung dieses Ansatzes, nämlich durch den Versuch, nicht nur Wortformen, sondern ganze Zeilen als Basis der Auflösung zu nehmen, immerhin so weit zu kommen, dass man bei bestimmten Manuskriptgut sowas wie vorläufige Transkriptionen des Manuskripts anbieten kann. Um das klarzustellen, wir sind hier noch nicht so weit, wie wir bei der
maschinenschriftlichen OCR 1984 waren. Wir sind deutlich früher. Aber wir haben diesen Bottleneck, uns immer auf diese kurzweilige Ganzidee zu verlassen, endlich hinter uns. Das heißt, es ist mittlerweile wohl wirklich nur mehr eine Frage der Zeit. Ich hatte angefangen mit Big Data. Sie können ganz sicher sein, wenn wir die Aufgabe haben, diese Operationen auf ein paar hunderttausend Manuskriptseiten anzuwenden, dann verbrauchen wir genügend Rechenleistung, um auch den Kollegen von den Hochleistungszentren ein interessanter Kunde zu werden. Vorläufig tendiert man das nämlich dazu, sowas mit Einzelseiten zu machen. Oder Herr Schumacher verwendet für die Indizierung seiner Manuskripte in der Datenhochleistungscluster. Kevin Kiernan hatte unlesbare Manuskripte mit Hilfe von Multispektralanalysen in den späten 80er Jahren auf einzelnen Manuskriptseiten untersucht. Just Gippert bietet dies mittlerweile als eine Einführung in ein Verfahren an, von dem er vorschlägt, dies auf orientalische Manuskripte. Sie sind entschuldigt, wenn Sie es nicht lesen konnten, es war georgisch, wo er vorschlägt, derartige Verfahren auf orientalische Manuskripte als mehr oder minder standardisiertes Verfahren anzuwenden. Auch dies ist nicht ganz unaufwendig. Verarbeitungskomplexität. Ich fürchte, ich muss demnächst ein anderes Projekt wählen, nachdem dies gerade den DH Award bekommen hat. Trotzdem finde ich es faszinierend. Was Sie hier sehen, ist St. Paul's Cathedral. Allerdings nicht die, die Sie jetzt zu Recht nicht wiedererkennen, sondern die, die im Big Fire of London abgebrannt ist. Und was Sie hier sehen, ist eine Stelle, an der ein Prediger stehen kann. Ein Prediger, der überkreischt wird von Möwen und Elstern, in die Lage versetzt werden soll, relativ viele Zuhörer ohne Mikro bei ihrem Geduschel zu übertönen und gleichzeitig noch eine politische Botschaft rüberzubringen, was ein gewisser John Donne im Beginn des 17. Jahrhunderts auch ganz gut geschafft hat, der sowohl die Historiker interessiert, weil er dies rhetorisch geschafft hat, als auch die Kollegen von der Philologie, weil er dabei einige stilistische Eigentümlichkeiten entwickelt hat. Was das Projekt, das ich zitiere, auszeichnet, ist die Möglichkeit, sich unter Auswahl der Parameter, die Sie sich rechts vorstellen können, von diesen Punkten diese Predigten so anzuhören, wie Sie sie hören unter den damaligen Audioeinflüssen. Einerseits interessant für Historiker, kann das überhaupt auf die Leute gewirkt haben? Haben die wirklich verstanden, was der sagte, oder war das einfach ein Massenerlebnis? Frage an die Philologen, hat der seine Sätze konstruiert, weil er von irgendwo stilistische Merkmale übernommen hat, oder einfach deswegen, weil sie eine ganze Menge an rhetorischen Tricks schlicht nicht anwenden können, wenn sie 120 Möwen und 5000 Zuhörer überschreien müssen. Das ist übrigens in zweierlei Hinsicht interessant. Also einerseits ist das eine extrem hermeneutische Anwendung, denn das ist nur ein klassisches Beispiel dafür, wo Sie das Verständnis für das, was vor sich geht, verbessern können. Und andererseits haben die Leute es mit einem sehr, 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 sehr teuren Projekt geschafft, das von 8 Punkten aus zu simulieren. Das in Echtzeit zu simulieren, ja, wenn Sie so aus der Liste der 100 schnellsten Rechner einen exklusiv zur Verfügung haben, dann klappt das. Es ist allerdings derzeit noch nicht der Fall. Ein anderes Beispiel für Verarbeitungskomplexität. Das ist eine Idee der Kollegen aus der Informatik, aus dem eingangs zitierten letzten Band des Digital Humanities Quarterly.
das Ihnen in bestimmten Teilen der Literatur visualisieren soll, wie über die Zeit hinweg unterschiedliche Personen, das sind die Hobbits, unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Konfigurationen durch die Narration gleiten. Das waren Informatiker, die haben die Dinger von Hand in den Rechner eingegeben, weil sie sich nur für die Visualisierung interessiert haben. Das sind Kollegen aus den Digital Humanities, die sich gesagt haben, das ist sehr schön, aber wenn wir das auf einige tausend Filme anwenden wollen, dann müssen wir versuchen, aus den Filmen heraus zu erkennen, wie diese Konfigurationen auftreten. Ebenfalls nicht ganz rechenunaufwendig. Sie erinnern sich, wir stehen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Quellen. Für diese spezielle Schranke gibt es im Moment ein wunderschönes Zitat, das ich ausnahmsweise voll unterschreiben möchte, obwohl es, was meinen üblichen Zitiergewohnheiten stark zuwiderläuft, letzten Endes von einem Betriebswirt stammt. Das vollständige Zitat finden Sie übrigens hier. Nun, wir bräuchten einige Klärungen, wie wir mit den neuen Technologien umgehen. Lassen Sie mich ein paar davon aufzählen. Editionsphilologie, also die Möglichkeit, kritische Editionen auf einem Rechner darzustellen, ist zwar keine der ältesten, aber eine sehr lange Subdisziplin innerhalb der Digital Humanities, die mich persönlich allerdings fasziniert. Wir verwenden jetzt seit etwa 40 Jahren den Rechner dazu, um absurde Unzulänglichkeiten des Druckbilds in die digitale Welt zu retten. Also es ist völlig klar, dass der kritische Apparat, so wie er im Druck, gedruckten Editionen dargestellt wird, nahezu nutzlos ist. Also jeder Philologe, mit Ausnahme des Editionsphilologen, der die Edition produziert hat, wird Ihnen bestätigen, dass der ignoriert wird. Sie können damit nicht wirklich arbeiten. Es sei denn, Sie wollen auf einer Zeile einmal eine Frage klären. Es ist völlig klar, und es hat verschiedene Modelle gegeben, wie Sie einen Rechner dazu bringen können, das anders zu machen und nicht mehr das Druckbild nachzuäffen, sondern dies in anderer Weise umzusetzen. Warum die philologische Community immer noch daran beharrt, absolut nutzlose und unlesbare kritische Apparate so zu produzieren, wie sie im Druck völlig zwecklos aussehen, ist ein Rätsel, das mich seit etwa zwei Jahrzehnten umtreibt. Das ist eine echte intellektuelle Herausforderung, die wir überwinden müssen, wenn wir diese Technologie wirklich nutzen wollen. Ich habe den Eindruck, hier zeichnet sich ein weiterer Bottleneck ab. Es gibt derzeit die Debatte zwischen dem Distant Reading und dem Close Reading. Distant Reading heißt essentiell, Sie lesen die Dinge nicht wirklich, sondern bringen zuerst einen Rechner dazu, Ihnen die Feature herauszusuchen, die Sie interessieren. Und Close Reading heißt, Sie wissen, welche die drei wichtigsten Bücher sind und studieren die im Detail. Das Problem ist, dass nach meiner Beobachtung derzeit die Diskussion so läuft, dass die Kollegen, die das traditionelle Close-Reading betreiben, sagen, Distant Reading ist was Wunderschönes, aber das, was man mit Close-Reading rausbringt, findet man damit nicht. Das ist nicht wirklich überraschend. Mich würde interessieren, wann wir den Mut aufbringen, zunächst mal zu sagen, schön, jetzt gibt es etwas Neues, jetzt reizen wir aus, was man mit dem Neuen tun kann, was man bisher nicht
tun konnte, ohne unbedingt als Rückversicherung noch das machen zu wollen, was man vorher getan hat. Auch dies ist eine intellektuelle Frage. Ich will das jetzt nicht weiter ausbauen, aber ein paar von Ihnen wissen, dass ich seit längerer Zeit die ketzerische Behauptung aufstelle, dass in den letzten 30 Jahren der Iconic Turn nicht deswegen wichtig ist, weil nun plötzlich Dinge bildlich dargestellt werden können, sondern aus dem einfachen Grund, dass der völlig normale Bürger des Jahres 2015 mittlerweile mindestens genauso häufig Bilder sieht als Texte, was ihn völlig unterscheidet von dem Bürger des Jahres 1915. Also leider ist in dieser Beziehung, bedauere ich, dass das Jahr vergangen ist, aber ich behaupte immer noch, dass beim Untergang der Titanic wesentlich weniger Leute ein Foto des Dampfers gesehen haben als anlässlich des 100-Jahres-Jubiläums. Wesentlich. Dann müssten wir eigentlich zumindest für die letzten 100 Jahre beginnen, uns ein bisschen intensiver darum zu kümmern, was mit Diskursen passiert, bei denen nicht der Text, sondern das Bild der Träger der Information ist. Das ist eine ausgesprochen spannende Technik. John Donne hatte ich zitiert. Da ist unser Verständnis noch sehr ausbaufähig. Und dann gibt es noch diesen Dauerbrenner. Ich erinnere mich mit Schrecken an die späten 80er, frühen 90er Jahre, als Textverarbeitung was ganz Neues war, wo dann keine Diskussion über die Möglichkeiten der Textverarbeitung verging, ohne dass irgendjemand aufstand und im Detail erklärte, dass geisteswissenschaftliche Arbeit in der Textverarbeitung unmöglich sei. Denn nur die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Wort, das Bewusstsein, dass es eine schwere Barriere sei, ein Wort auszustreichen und durch ein anderes zu ersetzen, führe zu dem intensiven Nachdenken, das notwendig sei, damit man geisteswissenschaftlichen Text produzieren könne. Aus unerfindlichen Gründen sind in der Zwischenzeit trotzdem geisteswissenschaftliche Texte erschienen, obwohl die Anzahl von Kollegen, die ihre Manuskripte mit der Hand schreiben, gegen null tendieren dürfte. Es gibt hier ein kleines Problem. Es ist in allen Auseinandersetzungen über die Wirkung der Medien in der Gesellschaft und auch über die Notwendigkeit der politischen Unterstützung dieses Medienwandels die Rede, man müsse das Lifelong Learning unterstützen. Das ist sicher wichtig. Ich glaube allerdings, etwas wird dabei übersehen. Letzten Endes sind die meisten Leute bereit, etwas Neues zu lernen, wenn es ihr Leben einfacher macht. Aber das Lifelong Unlearning, die psychologische Akzeptanz, dass eine Handfertigkeit, die man erlernt hat, plötzlich nicht mehr relevant ist und eigentlich nicht die Substanz des eigenen Handelns ausdrückt, das ist unverhältnismäßig schwieriger. Und hier habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich neueren Debatten über Methoden der Publikation geisteswissenschaftlicher Arbeiten im digitalen Zeitalter lausche, da haben wir doch noch einen ziemlichen Nachholbedarf. Vieles ist einfacher geworden. Das ist ein Bestandteil einer Qualifikationsarbeit, die ich bisher dreimal vergeben habe. Dabei geht es darum, mit Hilfe der virtuellen Realität festzustellen, wie ein historischer Raum eigentlich aussah unter zeitgenössischen Beleuchtungsverhältnissen. Wie sah das eigentlich aus in Lascaux, wo die Tiere so übereinander gezeichnet werden, wenn Sie sie nicht mit moderner Beleuchtung ansehen, sondern mit einer Tranfunzel, die Ihnen nur einen Bruchteil der Bilder gleichzeitig zeigt? Wie sehen die Kompositionen dann aus? Das hat so ungefähr um das Jahr 2000 mit direkter Programmierung einer virtuellen Realitätsanwendung zu einem recht unüberzeugenden Ergebnis geführt.
Ungefähr im Jahr 2005 hat ein Master mit Hilfe der damals entstehenden Game Engine ein sehr schönes Ergebnis produziert. Dies ist zwar erkennbar nicht Lascaux. Hier geht's eigentlich um Schatteneffekte des flatternden Lichts. Das war eine 10-wöchige Bachelorarbeit, ebenfalls auf der Ebene einer Game Engine, und ich werde das Thema wohl nicht mehr vergeben. Ich bin aber gespannt, ob wir im Sommersemester eine Seminararbeit kriegen, deutlich weniger als 10 Wochen Aufwand, die das Problem vielleicht auch umsetzen kann. Es gibt sowas wie eine Beschleunigung neuer Technologien über das hinaus, worüber wir gerade geredet haben. Das ist übrigens auch eine Seminararbeit zum Thema Gamification, begleitend eine Ausstellung, wo Sie durch Köln laufen können und location-bedingt Fragen zu shakespeareschen Dramen beantworten sollen. Über den nicht so unmittelbar einleuchtenden Zusammenhang zwischen Köln und Shakespeare kann ich weniger sagen. Unglücklicherweise war Shakespeare nicht in Köln geboren. Glücklicherweise hat Köln aber eine der größten theaterwissenschaftlichen Sammlungen und Archive, die es weltweit gibt, sodass ein gewisses Interesse an dem Jubiläum bestand. Aber die Pointe ist, das ist eine Seminararbeit, die in der Ausstellung auch ziemlich intensiv genutzt wurde. Deswegen lassen Sie mich auf ein anderes Thema kommen. Ich hatte bisher über Herausforderungen gesprochen, die wir kennen. Frau Neuroth hatte in der Einleitung gesagt, dass ich in relativ vielen merkwürdigen Gremien sitze. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen was über die Projektanträge erzählen, die ich jetzt demnächst nicht mehr begutachten werde, aber die ich leider nie begutachten durfte. Warum hat eigentlich noch niemand den offensichtlichen Antrag gestellt, Smartphones so einzusetzen, dass sie in ein Archiv gehen können, ein Siegel fotografieren und eine Verbindung zu den existierenden Siegeldatenbanken, die so, wie sie vorhanden sind, praktisch unbenutzbar sind, auf dem Internet herzustellen? Da könnte ich Ihnen noch 10 Varianten nennen. Wie ist das jetzt eigentlich mit der dinglichen Überlieferung, die als nicht publizierbar gilt, auch nicht in kleinen Objekten? Warum kann man Dinge wie die Numismatik oder Ähnliches nicht so einsetzen, dass wir uns neue Publikationsformen ausdenken, die die neuen Medien anwenden? Ein Raspberry Pi hat ungefähr die Rechnerkapazität, die ich in den 80er Jahren zur Verfügung hatte. Eigentlich deutlich mehr. Er ist wesentlich einfacher zu programmieren als das, was Sie mit normalen Embedded-Prozessoren tun können. Wieso hat sich noch niemand in den Digital Humanities damit beschäftigt, was wir tun können, wenn es relativ einfach wäre, Kleinstgeräte zu bauen, mit denen Sie vor Ort unterschiedliche dedizierte Aufgaben wahrnehmen könnten? Ich weiß, ich habe mich wiederholt, aber das scheint mir wirklich eines der zentralen Punkte zu sein. Gut, nun, das ist meine Definition der Digital Humanities. Nun, würde ich gerne eine persönliche Meinung aussprechen. Durch die laufenden Entwicklungen haben wir eine ganze Reihe der Engpässe überwunden, die uns die letzten 20 Jahre behindert haben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Revitalisierung der in den letzten 20 Jahren eingeschlafenen Debatte über die methodischen Voraussetzungen der Geisteswissenschaften. Klingt wie ein Schlusswort. Und ein paar von Ihnen werden sich wundern, dass ich erstens zum ersten Mal seit Menschengedenken vor Ablauf meiner Redezeit mit dem Vortrag zu Ende bin.
Andere von Ihnen werden sich wundern, dass eigentlich bisher noch nahezu keine provokativen Aussagen kamen. In beiden Fällen kann ich Sie beruhigen. Ich bin noch nicht am Ende und ich habe ein paar Provokationen. Diese kommen allerdings noch nicht sofort. Ich würde nur gerne den Kontext herstellen. Ein paar von Ihnen fragen sich mutmaßlich zwischenzeitlich, warum rede ich nicht darüber? Darüber? Da habe ich völlig vergessen, wo ich eingeladen bin. Nun, Teil der Antwort liegt in dem Zitat von Herrn Rockwell. Infrastrukturen sind was Schönes, aber sie konstituieren keine Forschung. Abgekürzt, sie machen sie möglich. Ich würde das ein bisschen stärker ausbauen und ein paar Beobachtungen anbringen. Es gibt einen guten Grund, dass man keine Autobahnnetze gebaut hat, bevor es Autos gab. Andererseits können Sie, wenn Sie die Verkehrsaufnahmen bestimmter Entwicklungsländer sehen oder wenn Sie jemals versucht haben, in Moskau zu etwa 20 Stunden des Tages dauernden Stoßzeit vom Flughafen in die Innenstadt zu kommen, dass Autos ohne eine funktionierende Infrastruktur auch nicht so richtig das Wahre sind. Das heißt, wäre das, was ich Ihnen versucht habe zu beschreiben, nicht so, dann gäbe es für Daria oder die anderen Infrastrukturen keinen Grund. Nur aufgrund der Tatsache, dass sie Forschungsperspektiven eröffnen, sind sie sinnvoll. Allerdings gibt es noch einen weiteren Aspekt. Ich bin mir relativ sicher, dass 90% von Ihnen die Fragen, die ich bisher angeschnitten habe, als nicht ganz so prickelnd empfanden, wenn sie den Infrastrukturen nicht direkt nahe standen. Die Fragen dürften sich sehr viele mehr von Ihnen gestellt haben. Warum? Rede ich über all das nicht. Nun, das ist eine ketzerische Anschauung, aber ich halte das für Kulturtechniken des Jahres 2015. Und grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass etwas, was eine Sekretärin, die nicht entlassen werden möchte, selbstständig lernen muss, auch einem Geisteswissenschaftler zuzumuten ist. Das heißt nun natürlich nicht, dass es auch einen Umkehrschluss gibt. Also ich bin mit dem Beantworten meiner E-Mails vollständig ausgelastet und weigere mich, in Facebook oder einem ähnlichen System vertreten zu sein, was so ungefähr das Letzte, was ich brauche, sind noch ein paar zusätzliche Mails oder Kontaktaufnahmen, die bei mir eintreffen. Das heißt, es kann gute Gründe geben, eine dieser Techniken zu verweigern. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, siehe das Beispiel mit der Sekretärin, warum man, solange man nicht wirklich gebrechlich ist, jemand brauchen sollte, der einem über die Straße hilft. Es gibt durchaus Beispiele, die zurückliegen und uns unterscheiden lassen sollten, was die Geisteswissenschaften eigentlich beeinflusst hat. Vieles hat sich in der Geschichte geändert, seit es die Fotografie gibt, beispielsweise der Umgang mit Urkunden oder anderen mittelalterlichen Dokumenten. Aber die Art, wie wir sie verändert haben, hat sich dadurch, dass es die Dinge gab, nicht verändert. Ich hege die provokative Ansicht, dass wir hier ein Äquivalent haben. Kommunikation ist was Schönes. Aber wichtig ist, worüber wir kommunizieren und nicht ganz so sehr,
wie wir das tun. Nun wird es sehr persönlich. Und ich komme auf den Namen zurück. Es gibt derzeit unterschwellige Kämpfe, nicht ganz selten ausgetragen in Hörweite von Angehörigen von Forschungsförderern, was denn nun eigentlich die Digital Humanities seien, was sie nicht sein sollten, was sie sein dürfen und wer darunter fallen sollte und wer nicht. Also mir persönlich ist es absolut egal, was die Digital Humanities sind. Was mich interessiert, ist, welche Möglichkeiten sich ergeben, durch Anwendung der Informationstechnologie die Geisteswissenschaften weiterzubringen, als sie das zu dem Zeitpunkt waren, als ich die Universität betreten habe. Ob sie das Digital Humanities, Humanities Computing oder wie auch immer sonst nennen, ist mir so gleichgültig, dass ich grundsätzlich bereit bin, mich einem der frühen Pioniere des Wirtschaftswunders aus der Bundesrepublik anzuschließen und einfach zu sagen, dass es mir wirklich absolut egal ist, wie dies genannt wird. Nun muss ich allerdings dazu sagen, dass ich unter Anwendung modernster Verfahren zu einer persönlichen Erkenntnis gekommen bin. Lachen Sie jetzt bitte nicht. Es gibt den Chef eines sehr gut ausgebauten geisteswissenschaftlichen Forschungsinstituts in der Bundesrepublik, der also in einem Interview gebeten wurde, die Bedeutung der neuen Medien für die Geisteswissenschaften zu beurteilen, zur interessanten Aussage kam. Er persönlich finde, dass die Bedeutung der elektronischen Kommunikation und insbesondere von E-Mail hoffnungslos überschätzt würde. Bei ihm sah es nämlich so, wenn er morgens ins Büro käme, würde er die Briefe öffnen, seiner Sekretärin eine Antwort diktieren, daher würden die sofort beantwortet, während wann er dazu käme, auf die E-Mail zu antworten, das sei völlig unklar. Was mich daran stört, ist nicht, dass er eine gewisse Non-Affinität zur E-Mail hat. Wie gesagt, ich habe eine absolute Non-Affinität zu Facebook. Was mich daran stört, ist, dass der Kollege in der Hierarchie der Forschungseinrichtungen der Bundesrepublik so hoch sitzt, dass ich die starke Befürchtung habe, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte, ihn über die Ausrichtung der Forschungspolitik für die Geisteswissenschaften zu befragen. Und die Erkenntnis, dass es einige Geisteswissenschaftler in der Republik gibt, die nicht in der Lage sind, morgens ihrer Sekretärin die Antworten zu tippen, sollte einen von solchen Kreisen eigentlich ausschließen. Deswegen wollte ich Ihnen diese Erkenntnis persönlich mitteilen. Nichtsdestotrotz würde ich die Dinge jetzt gerne zusammenbinden und dem Eindruck entgegensteuern, dass ich nicht ganz verstanden hätte, worüber wir in den nächsten zwei Tagen reden. Zunächst mal, wenn wir über die Beziehung zwischen den Geisteswissenschaften und der Informationstechnologie oder Informatik reden. Es gibt sowas wie dedizierte Forschung, die überlegt, welche methodischen Implikationen welche technischen Verfahren haben. Bis die aus den Anfangsideen zu etwas werden, was in der Forschung breit eingesetzt wird, braucht es ungefähr 30 Jahre. Das ist eine Definition für dieses etwas breitere Forschungsfeld, das wir ohne Zuständigkeitsdebatten als Variante 1 bezeichnen könnten. Die können allerdings nur dann angewendet werden, wenn für die Anwendung dieser Verfahren, spätestens dann, wenn sie für die breite Anwendung reif sind, auch wirklich Infrastrukturen bereitstehen. Das ist was völlig anderes. Es ist auch wichtig, aber die zwei Dinge müssen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten beurteilt werden.
Sonst ist man mindestens einer der beiden Seiten gegenüber unfair. Jo, und damit das alles klappt, müssen wir eine klare Meinung darüber haben, was ein Geisteswissenschaftler oder eine Geisteswissenschaftlerin können muss, damit sie von all dem profitiert. Das klingt den Fachwissenschaftlern gegenüber potenziell relativ unfreundlich. Wenn Sie mich zunächst zusammenfassen lassen, eine der drei Varianten reicht nicht, wir brauchen alle drei. Dann lassen Sie mich zu einer fundamentalen Abschlussprovokation kommen. Ich glaube, da stimmen wir ziemlich überein. Hier beginnt jetzt die Provokation. Das ist die noch größere. Also es ist nicht so, dass die Informatik oder sonst irgendjemand dazu verpflichtet wäre, sich den Geisteswissenschaftlern ehrerbietigst zu nähern und sie zu bitten, zu überlegen, ob man vielleicht diese Techniken auch anwenden könnte. Oder um es endgültig auf den Punkt zu bringen, was unter Umständen durch den letzten Satz noch verdeutlicht wird. Herzlichen Dank. Applaus